ist richtig. Das Problem ist da, selbstverständlich, ich sehe es auch. Und wenn Sie das, Sie können von jetzt im Moment von Stettin bis nach Lübeck, können Sie in 2,5 Stunden fahren. Und wenn Ingo Gehlig jetzt fährt, schafft er das in 2 Stunden. Aber auch er steht anschließend eine Stunde vor Hamburg im Stau, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es so notwendig, dass A20 bei uns gebaut wird. Und deswegen, ich sage das auch hier ganz bewusst im Kreis aus Holstein, auch in den Saarland, ist es so notwendig, dass wir auch die Fehmarn-Weltquerung kriegen, weil dieses nämlich die Riesenchance ist, bei uns die Kreuzung zweier großer Magistrale dort zu kriegen, die Ost-West-Verbindung und die Nord-Süd-Verbindung. Und deswegen wird es in der nächsten Legislaturperiode auch wieder diesen Untersuchungsausschuss geben. Und ich lasse die Leute nicht durch, die jetzt mit dem Finger drauf zeigen und sagen, von den Kaiman-Inseln darf man keine Geschäfte machen, aber seinerzeit, als sie im Aufsichtsrat gewesen sind, diese Geschäfte mit befürwortet und unterstützt haben und sich nicht dagegen gewehrt haben, meine Damen und Herren. Das werden wir auch weiter aufnehmen. Und ich möchte in diesem Kreis sagen, dass ich heute Abend nach der Rede unseres Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten ein Stück noch mehr stolz bin auf Peter Kari Carstensen, weil er sich nicht einem künstlichen Imagewechsel unterziehen muss, weil er nicht mit Malstatt Fliege mit offenem Hemd rumrennt und weil er nicht einen Kopfstand machen muss, damit die Mundwinkel mal nach oben gehen. Ich bin stolz auf dich, Peter Kari Carstensen. Du hast mich ein Stück noch mehr überzeugt heute Abend. Herzlichen Dank.